ist Anton Kruh, ein Literat, Journalist des vorigen Jahrhunderts, hier in Wien durchaus bekannt. Der hat einmal gesagt, wir sind ein Staat geworden. Staat geworden, sagte das Echo. Ich hoffe, dem ist nicht so, insbesondere nachdem ich hier eingeladen bin als Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, wohl eher für die Seite Staat eine Lanze zu brechen, wiewohl mir das als Kommunalvertreter nicht schwerfällt, weil, eines bin ich mir ganz sicher, Städte und Gemeinden wird es immer geben, weil dort letztlich Politik unmittelbar erlebbar wird, sich das Gemeinwohl konstituiert, dort die europäische Demokratie entstanden ist und wir letztlich alle in einer Gemeinde, in einer Stadt wohnen und da konstituiert sich eben das Gemeinwesen. Und dieses Gemeinwesen ist ganz besonders dadurch ausgestattet, dass wir gerade in Städten und Gemeinden wohl alle Leistungen der Daseinsvorsorge, die wir so tagtäglich als Selbstverständlichkeit hinnehmen, seien es die Versorgungs- und Entsorgungsleistungen wie Wasser- und Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung bis hin eben auch zu allen sozialen Dienstleistungen, quasi von der Wiege bis zur Bahre, all das, was wir hier anbieten als Städte und Gemeinden. Und da brauchen wir natürlich gerade die Wirtschaft auch als Partner. Und ich darf schon in Erinnerung rufen, dass die Städte und Gemeinden neben dem Bund der größte öffentliche Investor in diesem Staat sind, mit rund 2 Milliarden Euro, sofern es im Gefüge des österreichischen Finanzausgleichs auch weiterhin möglich ist. Ich darf ja kleine Anmerkung im Anschluss auch dann ins Finanzministerium gehen. Ich habe gesehen, die Frau Finanzministerin ist ja am späten Nachmittag auch hier. Ich darf sie schon ein bisschen früher zum Thema Stabilitätspakt sehen. Ja, ich bin schon neugierig, was der Bund wieder sich ausgedacht hat, um uns das Leben schwer zu machen. Stichwort grauer Finanzausgleich, weil es geht schon, glaube ich, wirklich um die Investitionen in der Daseinsvorsorge. Und das sind ja Investitionen gerade für die kleine und mittelständische Wirtschaft vor Ort. Wie gesagt, 2 Milliarden ist ja nicht wenig. Es geht um Kindergartenausbau, der ganze Bildungsbereich, wo investiert wird, der zu Recht als Zukunftsbereich anerkannt wurde und gesehen wurde, wo der Bund zu Recht auch gesagt hat, dort sparen wir nicht, wiewohl, wenn ich denke an die Überlegungen zum Vorsteuerabzug hier, gerade im investitiven Bereich, wird uns das manchen Schulbau verunmöglichen bzw. zeitlich verzögern. Also ob hier im richtigen Fleck gespart wird, wage ich zu bezweifeln, noch einmal auch vor dem Hintergrund, dass Städte und Gemeinden die größten Investoren neben dem Bund sind und das vor Ort und gerade für die kleine und mittelständische Wirtschaft ganz wichtig und nicht nur für die Wirtschaft, sondern letztlich auch für die Arbeitsplätze vor Ort. Die Frau Präsidentin hat ja auch sehr zu Recht angemerkt, Arbeitsmarktpolitik, ganz ein zentraler Punkt. Wir im Städtebund haben bei dem Thema heute Agenda 2020 E-Government schon sehr früh begonnen, uns damit auseinanderzusetzen, weil natürlich alle Bereiche E-Government auch bei uns in den Verwaltungen zu entsprechenden Neuorientierungen führen mussten, geführt haben und entsprechend auch zu Modernisierungsschüben geführt haben. Wir haben vor diesem Hintergrund auch gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt vor einigen Jahren eine Initiative gestartet, die Digitale Städte-Initiative in Anlehnung an Digitales Österreich, Digitale Städte, gibt es eine eigene Homepage, wenn Sie sich dafür interessieren, um eben gemeinsam bei uns im Städtebund Themen im Bereich E-Government zu behandeln, die für alle Städte gleichermaßen wichtig und bedeutsam sind, damit nicht jede Stadt, jede Gemeinde das Rad neu erfinden muss. Und hier haben sich zunächst einmal 17 Städte und eine Referenzregion, es ist Kärnten, zusammengeschlossen, um einzelne Themenbereiche gemeinsam zu bearbeiten. Hervorheben möchte ich nur das Thema E-Formulare und Amtssignatur. Heuer haben wir uns im Rahmen dieser digitalen Städteinitiative insbesondere das Thema E-Billing und E-Zustellung bzw. Versand gewidmet und wollen das eben mit den Partnern in der Wirtschaft auch entsprechend umsetzen. Gerade beim E-Billing, glaube ich, gibt es ja durchaus sozusagen gemeinsame Interessen zwischen Wirtschaft und Städten und Gemeinden, hier ein effizientes System aufzubauen. Eine weitere Initiative möchte ich noch hervorheben, die wir als Städtebund initiiert haben vor einem Jahr inzwischen. Das ist unsere Social Web Initiative Amtstafel.at, wo es eben darum geht, allen Städten und Gemeinden, das sind alle Gemeinden, die auch nicht beim Städtebund organisiert sind, haben wir die Möglichkeit des Zugangs
um sich hier auszutauschen auf einer eigenen Webplattform, um hier eigene Gruppen auch zu Themen zu bilden und hier entsprechend rasch auch sich auszutauschen. Noch einmal, es geht hier darum, nicht überall das Rad neu zu erfinden, sondern miteinander Dinge zu entwickeln und voranzutreiben, um eben auch die hohe Lebensqualität, die wir in Österreich Städten und Gemeinden haben, auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und da meine ich jetzt nicht nur die berühmte Mörser-Studie in Wien, sondern es gilt für alle Städte und Gemeinden. Auch unsere mittelgroßen Städte schlagen sich im europäischen Vergleich in Rankings ausgezeichnet und haben das Thema Smart Cities auch sehr effizient bereits aufgegriffen. Ich darf da erwähnen, dass wir 17 Gemeinden, Städte haben, die sich erfolgreich im Rahmen einer Ausschreibung des Klimafonds für ein EU-Projekt, das sich Fit for Set nennt, im Energiebereich beworben haben und jetzt in der zweiten Runde sind. Also hier passiert einiges und hier brauchen wir eben die Wirtschaft vor Ort als Partner und umgekehrt, um diese Lebensqualität entsprechend auch hochzuhalten. Ich darf Ihnen noch abschließend eine erfolgreiche Tagung wünschen, eine erfolgreiche Vernetzung, aber da sind Sie, glaube ich, alle, wenn ich mir auch draußen die Aussteller anschaue, und wünsche uns allen einen erfolgreichen Verlauf der Tagung. Danke.